Mein Name ist Christoph Sauer. Ich bin Sänger und Songwriter. Angefangen habe ich so, dass ich Lieder der 20er Jahre gesungen habe. Also Mein kleiner grüner Kaktus oder Veronika, der Lenz ist da. So diese Richtung. Bis mir dann irgendwann bewusst geworden ist, die nächsten 20er Jahre stehen ja schon vor der Tür. Und ich habe gedacht, für die kann man ja auch mal neue Lieder schreiben und nicht immer nur das alte Zeugs nachsingen, so gut es sein mag. Aber nicht die nächste Zukunft musikalisch Justin Bieber überlassen. Und dann habe ich vor 3 Jahren Roland Kühne kennengelernt. Das ist ein Komponist aus Berlin und wir waren gemeinsam auf einer Kreuzfahrt im Mittelmeer engagiert. Also er als Pianist, ich als Sänger. Nachdem wir uns verabredet hatten, trafen wir uns zum ersten Mal in Venedig. Wir sind dann aufs Schiff geklettert und haben gleich mit den Proben angefangen. Wir waren in verschiedensten Programmen drin. Wir haben also meistens 20er und 30er Jahre Musik gemacht. Und irgendwann kam Christoph und sagte, ich bin selbst Texter und hat mir einen Text gezeigt. Das war das Handy-Lied und da war ich spontan begeistert. Und da habe ich sofort zu Hause das erste Lied komponiert für uns beide. Mein Handy hat nirgends eine Anruffunktion. Das wundert mich ja schon, es macht da nur so einen Ton. Wie schön wird es gehen, könnt die Technik ich verstehen. Was habe ich da nur übersehen? Christoph Sauer macht etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt, nämlich er schafft den Spagat zwischen Formen des Liedes, die wir ja schon kennen, die wir auch schon lange kennen, aus den 20ern zum Beispiel, aber er verbindet das sehr charmant und sehr witzig mit Inhalten von heute. Und ich denke, Max Raabe könnte Konkurrenz bekommen. Jedes unserer Lieder ist wie ein kleines Baby. Und wir wollen, dass unsere Babys wachsen und gedeihen und groß werden. Und jedes Baby braucht einen Paten. So ist auch bei unseren Liedern. Und mit einer kleinen oder größeren Spende könnt ihr schon viel tun, dass diese CD zustande kommt. Es gibt auch ein Dankeschön. Also wenn ihr ein bisschen hier an der Seite stöbert, da habe ich mir ein paar Sachen einfallen lassen, was es so gibt als Dankeschön. Ich bitte euch also, macht mit, werdet Pate für meine Lieder, für meine CD. Ich sage Dankeschön. Ich möchte diese Sache fördern. Und wer es auch tut, macht sicherlich was Gutes. Bis dann.